Ja, willkommen zum nächsten Video des Kurses Jeder kann programmieren lernen. In diesem Video der Java-Grundlagen werden wir uns ansehen, wie wir den Computer sagen können, wann er was wie oft machen soll. Diese Elemente einer Programmiersprache nennt man Kontrollstrukturen. Da wir, wie auch bei den anderen Themen, das Ganze sehr umfassend behandeln wollen, habe ich das Thema in mehrere Videos aufgeteilt. Nun, wenn wir einen Computer programmieren, dann möchten wir ihm mitteilen, was er zu tun hat. Diese Anweisungen nennt man auch Befehle oder Kommandos. Wir haben in unserem Programm also einen Befehl, der auf dem Computer zu einem Ergebnis führt. Wenn dieser abgearbeitet wird, dann kommen die nächsten Befehle zur Ausführung und diese Befehle stehen in einer Sequenz jetzt erstmal hintereinander und werden somit sequenziell abgearbeitet. Sehen wir das mal uns in einem konkreten Java-Beispiel an. Wir wollen ein Programm zur, sagen wir mal, Wurzelberechnung erstellen. Hierbei müssen wir die Wurzel nicht selbst ermitteln, sondern eine Java-Bibliothek übernimmt diese Arbeit des Wurzelziehens für uns. Wir nutzen lediglich diesen Befehl, aber der Reihe nach. Nun, zuerst erzeugen wir uns eine Variable, welche wir jetzt hier mit dem Wert 4 belegen. Da wir in Java noch nicht wissen, wie wir Eingaben machen können, arbeiten wir hier einfach mal mit einem festen Wert. In unserem Fall einfach die 4. Es können hier auch andere Werte stehen oder wenn wir dann irgendwann mal die Eingabemethodik und das Parsen etc. haben, dann können wir das auch dynamisch machen. Aber für jetzt reicht es erstmal, wenn wir hier fest die 4 einsetzen. Danach lassen wir vom Befehl SQRT, also Square Root, die Wurzel errechnen und schreiben das Ergebnis in die Variable DSQRT. Zum Schluss zeigen wir auf dem Bildschirm die Eingangszahl, den sogenannten Radikanten, und danach dann das Ergebnis, sprich die Wurzel des Radikanten. Ja, wenn wir das Programm jetzt laufen lassen, sehen wir, dass die Wurzel aus 4 die 2 ist. Dieses Programm stellt eine sogenannte Sequenz dar. Alle Befehle werden ohne Rücksicht auf Verluste nacheinander abgearbeitet. Nun, wir können diese Programmstruktur auch programmiersprachenunabhängig notieren, in einem sogenannten Struktogramm. Dies dient eigentlich zur Verdeutlichung des Algorithmus, welcher hinter dem Programm steckt, also der eigentliche Gedanke hinter dem Programm. Es wäre jetzt zwar etwas übertrieben, unser kleines Programmchen hier Algorithmus zu nennen, aber wir fangen ja auch erst an. Nun, der Grundgedanke eines Struktogramms ist, dass wir die Befehle, welche auszuführen sind, grafisch notieren. Wie in unserem Java-Programm müssen wir hier sagen, dass wir eine Variable mit dem Wert 4 belegen wollen. Die Variablennamen und der Datentyp ist etwas, was der Programmierer entscheiden darf bzw. entscheiden muss. Derjenige, der den Algorithmus designt, also das Struktogramm schreibt, der hat hier freiere Wahl und muss im Zweifelfall den Datentyp gar nicht angeben. Es ist zwar üblich, dass bei vielen Projekten dann der Struktogrammdesigner schon weiß, in welcher Programmiersprache das Ganze dann umgesetzt wird und würde dann tatsächlich hier auch schon Angaben über den Datentyp machen, aber in der Reihenform ist es nicht notwendig. Danach gibt der Struktogrammautor an, was mit dem Radikanten gemacht werden muss. In unserem Fall eben die Wurzel ziehen. Dies kann in einem Struktogramm mathematisch, aber auch klartextlich notiert werden. Wichtig ist, dass der Programmierer mit den Angaben verstehen kann, was getan werden muss. Zum Schluss wird noch darauf hingewiesen, dass wir die beiden Werte ausgeben wollen. Auch hier ist keine Detaillierung notwendig, wenngleich man es auch etwas genauer formulieren darf, als es hier durchgeführt wurde. So, das war nun eine einfache Sequenz von Befehlen. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die Abarbeitung immer gleich durchgeführt wird, egal welche Werte oder Eingaben verarbeitet werden. Gehen wir nun mal davon aus, dass der Wert in der Variablen für den Radikanten beliebig sein darf. Wie ihr vielleicht wisst, dürfen von negativen Zahlen jetzt aber keine Wurzeln gezogen werden. Insofern haben wir hier ein Verarbeitungsproblem geschaffen. Wir müssen es also hier etwas Schlaueres überlegen, um den Fall einer Verarbeitung mit negativen Zahlen zu unterbinden. Mit einer einfachen Sequenz wird es aber nicht funktionieren. Hier würde tatsächlich eine nicht definierte Situation entstehen und in
der Tat, wenn wir jetzt hier in dvar die minus 4 eintragen würden, dann würden wir einen Fehler provozieren und das Programm würde abstürzen. Wir müssen dem Rechner jetzt irgendwie mitteilen, dass er nur dann diese Berechnung und die Ausgabe durchführen darf, wenn dvar größer gleich 0 ist. Nun, der englische Begriff für wenn ist if. Insofern sprechen wir von einer sogenannten if-Anweisung. Also wenn dvar größer gleich 0, also if dvar ist größer gleich 0, dann berechne die Wurzel und gebe das Ergebnis aus. Sehen wir uns den if-Befehl mal etwas genauer an. Zuerst ist es wichtig, dass wir dem Rechner das entsprechende Schlüsselwort mitgeben, eben if. In Java ist es eben, und in, fairerweise muss man sagen, in den allermeisten Programmiersprachen ist es if. Danach kommt in den runden Klammern die Bedingung. Sie ist in unserem Fall ein Vergleich, von dem wir ja wissen, dass das Ergebnis ein Vergleich, dass das Ergebnis eines Vergleichs ein boolscher Wert ist, der eben nur true oder false sein kann. Insofern kann in den runden Klammern alles stehen, was einen boolschen Wert aufweist. Also Vergleiche, logische Verknüpfungen oder auch Unterprogrammaufrufe, welche einen boolschen Wert zurückgeben. Also es ist wirklich alles möglich, was eben nur die Zustände true oder false aufweisen kann. Zum Schluss haben wir noch den Rumpf bzw. den sogenannten true-Zweig. Das ist der Bereich, der verarbeitet wird, wenn die Bedingung true ist, also wenn der Wert, der in den runden Klammern steht, als Summe true ist. In unserem Fall, also wenn dvar größer gleich 0 ist. Diese Struktur, die wir jetzt gerade besprochen haben, also diese Verzweigung, hat auch ein eigenes Symbol bekommen, und zwar ein nach unten gezeigtes oder ein nach unten zeigendes Dreieck. Dieses Dreieck schreiben wir die Bedingung bzw. den boolschen Ausdruck hinein. In die rechte und linke Ecke kommt dann der Hinweis, ob sich links bzw. rechts der True- oder False-Zweig befindet. Hier muss nicht zwingend True oder False stehen, es kann auch Ja, Nein, War, Falsch oder sogar 1, 0 stehen, das ist egal. Wichtig ist lediglich, dass der Lesende versteht, was gemeint ist. Sehen wir uns unser Struktogramm nun mal Schritt für Schritt an. Zuerst setzen wir die Variable Radikant auf 4. Danach prüfen wir, ob der Wert größer gleich 0 ist, was in unserem Fall ja wahr bzw. true ist. Insofern arbeiten wir den true-Zweig ab. Dort setzen wir nun das Ergebnis als die Wurzel des Radikanten und geben die Informationen dann entsprechend aus. Damit haben wir erstmal nichts anderes erreicht wie bei unserer vorausgegangenen Sequenz. Die hat ja im Prinzip genauso funktioniert. Wir haben einfach den Radikant 4 gesetzt und am Ende stand die Wurzel da. Nun ändern wir mal den Wert des Radikanten. Wir haben jetzt die minus 4 gesetzt. Wir wissen, wir dürfen da keine Wurzel draus ziehen. Also Radikant minus 4. Die Prüfung auf größer gleich 0 wird nun einen negativen Wert, nämlich false, ergeben, womit wir auf den false-Zweig landen. Dieser ist aber leer. Das heißt, dass wir keinerlei Verarbeitung innerhalb unseres Verzweigungselements hier haben. Weshalb wir auch von einer einseitigen Verzweigung sprechen. Das ist zwar vom Begriff her etwas seltsam, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr alle den eigentlichen Sinn hinter diesem Begriff versteht. Unseren Code etwas verbessern, etwas anpassen, indem wir dem User mitteilen, dass die Datenkonstellation hier vielleicht fehlerhaft ist. Hierfür müssen wir den False-Zweig auch belegen. In Java und den meisten anderen Programmiersprachen wird es mit dem Begriff else, also dem Schlüsselwort else, realisiert. Dieser ist also für den False-Zweig zuständig und wir gehen es uns einfach mal durch. Wir belegen den Radikanten wieder mit minus 4. Prüfen den Wert gegen größer gleich 0 und stellen natürlich fest, dass die Bedingung falsch ist. Insofern verarbeiten wir den False-Zweig. In dem haben wir jetzt die Ausgabe Fehler eingetragen und damit würde jetzt der User informiert werden, dass seine Datenbasis hier ein Quatsch ist.
Solch eine, ich würde mal sagen, normale Verzweigung, das eine war die einseitige Verzweigung, das ist eine normale Verzweigung, prüft also eine Bedingung, führt im True-Fall einen Codeblock aus und im False-Fall einen alternativen Codeblock. Insofern haben wir unser Programm so weit abgesichert, dass sowohl bei einer richtigen als auch bei einer falschen Datenkonstellation ein sinnvoller Ausgabewert erzeugt wird. Nun gibt es Konstellationen, in denen wir nicht nur eine Wahr-Falsch-Frage haben, sondern entsprechend einer Variablen unterschiedliche Verarbeitung haben wollen und somit ganz viele Wahr-Falsch-Fragen haben. Gehen wir mal für unser Beispiel davon aus, dass wir eine Variable, i wahr nennen wir sie mal, mit einem Wert zwischen 0 und 4 belegt wird. Wobei jeder dieser fünf Werte für einen Werktag steht. 0 für Montag, 1 für Dienstag und so weiter. Und was wir jetzt machen möchten ist, wir wollen jetzt eben so eine klartextliche Ausgabe für den Wert in i wahr ermitteln. Hierzu habe ich jetzt mal mehrere Verzweigungen ineinander verschachtelt. Ich beginne mit der Prüfung auf 0. Wenn in i wahr 0 steht, möchte ich eben Montag ausgeben, so wie wir es eben gerade besprochen haben. Wenn dem nicht so ist, landen wir im Else oder im Sonstzweig. Nun kann ich den nächsten Wert prüfen, nämlich die 1. Wenn in i wahr also die 1 ist, soll Dienstag ausgegeben werden. Wenn nicht die 1 gefunden wird, also im Else-Zweig, so prüfe ich die 2, was zur Ausgabe Mittwoch führen soll. Ist keine 2 gefunden worden, prüfe ich auf die 3 und gebe in diesem Fall eben Donnerstag aus. Wenn keine 3 gefunden wird, prüfe ich auf die 4 und in diesem Fall wird halt Freitag ausgegeben. So. Zum Schluss muss ich jetzt noch überlegen, was ich tun muss, wenn ich hier auch im Else-Zweig lande. Also in dieser Situation habe ich weder die 0, noch die 1, noch die 2, noch die 3, noch die 4. Und in diesem Fall habe ich ja irgendwie eine Situation, die ich nicht vorher gesehen habe. Also muss ich irgendwie sowas wie einen Fehler ausgeben. Und das gibt dann einfach eine entsprechende Meldung. Wir haben also eine verschachtelte Verzweigungsstruktur an der Stelle jetzt geschaffen. Solche Prüfungen kommen gar nicht so selten vor. Das Problem sehen wir aber schon recht deutlich, dass der Code auf der linken Seite recht unübersichtlich geworden ist. Alleine die vielen schließenden, geschweiften Klammern am Ende sind alles andere als praktikabel. Die Macher der diversen Programmiersprachen haben dies auch erkannt und eine Sonderform der verschachtelten Verzweigung geschaffen. Sehen wir uns das jetzt hier mal am Beispiel an. Wir haben hier den Else-Zweig und die darauf folgende If-Abfrage einfach kombiniert, das sogenannte Else-If. Das Struktogramm verändert sich hier dadurch nicht. Es handelt sich hier lediglich um eine Code-Vereinfachung. Nun gibt es für diese Situation aber auch noch eine weitere Möglichkeit, so eine kaskadierte Überprüfung umzusetzen. Es handelt sich hier um die sogenannte Mehrfachauswahl oder in Programmiererkreisen meist Switch Case genannt. Hierbei werden die ineinander verschachtelten If-Abfragen durch ein einzelnes Switch Case Statement ersetzt. Mehrfachauswahl hat auch tatsächlich ein eigenes Struktogrammsymbol erhalten und das sehen wir uns jetzt hier nochmal an. Also es sieht dem der einfachen Verzweigung schon ein bisschen ähnlich. Wir haben hier auch so ein Dreieck, aber grundsätzlich mal läuft es hier insgesamt ein bisschen anders. Das Schlüsselwort für die Mehrfachauswahl ist beim Programmieren Switch. Dadurch weiß der Computer, dass er basierend auf einem Wert verschiedene Abarbeitungszweige vorsehen muss. Die folgenden geschweiften Klammern bestimmen nun den Rumpf des Statements. Nun muss der Computer wissen, auf welcher Wertebasis er die Auswahl der verschiedenen Abarbeitungszweige durchführen muss. Dies ist immer eine Variable. Diese muss dem Switch Case Statement mitgeteilt werden, indem man sie in den Klammern nach dem Schlüsselwort Switch einträgt. Der Rechner kann jetzt also den Wert in der Variablen auswerten. Wir müssen ihm jetzt im Code sagen, welche Werte er prüfen soll. Dies passiert nach dem Schlüsselwort Case.
Hier steht in Java immer ein konstanter Wert. Es gibt allerdings auch Programmiersprachen, in denen hier ein Wertebereich stehen kann, also im Sinne von größer 0 und kleiner 5 oder ähnliches. Aber wie gesagt, in Java und in vielen anderen Programmiersprachen ist hier nur ein einzelner Wert erlaubt, eigentlich eine einzelne Konstante. In unserem Fall ist es jetzt hier die 0 in der ersten Spalte. Findet also der Computer in der Variablen IVAR den Wert 0, so springt er genau in die Position Case 0 und arbeitet alles danach ab. In unserem Fall die Ausgabe Montag. Der Rechner würde nun weiter jede folgende Zeile abarbeiten, sprich Dienstag, Mittwoch und so weiter ausgeben, wäre da nicht das Statement Break. Dieses veranlasst jetzt den Rechner, die Abarbeitung des Switch-Case-Statements abzubrechen. Das heißt, er ist in Switch, findet die 0, springt in Case und arbeitet alles bis zum nächsten Break ab. Der einzelne Bereich eines gefundenen Wertes geht also von dem Schlüsselwort Case bis zum Break. Danach kommt der nächste Wert, die 1 für Dienstag, die 2 für Mittwoch, 3 für Donnerstag, 4 für Freitag. Nun haben wir in den verschachtelten if-Anweisungen noch die Situation abgefangen, dass eventuell keine der geprüften Fälle eintritt, was wir hier mit der Fehlermeldung quittiert haben. Und dies ist beim Switch Case mit dem untersten Fall abgebildet. Und das ist der sogenannte Sonstfall oder eben Default. Da es sich hier um den letzten Fall handelt, benötigen wir das Break nicht mehr. Und somit haben wir bei dem Default oder dem Sonstzweig eben dann unsere Fehlermeldung relativ einfach einbauen können. Die gesamte Funktionalität der verschachtelten if-Anweisung ist also mithilfe eines Switch-Case-Statements bzw. Mehrfachauswahl hier abgebildet worden, indem wir einfach basierend auf IVAR diese entsprechenden Fälle oder Werte abgearbeitet haben. So. Also, das wäre es jetzt von meiner Seite. Wir haben damit jetzt die ersten Kontrollstrukturen kennengelernt. Wir werden jetzt im folgenden Video dann noch ein paar andere Kontrollstrukturen kennenlernen, aber damit die Videos nicht allzu lang werden, wie gesagt, habe ich das jetzt hier geteilt und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn!